Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Judy und dieses Video ist das erste Video meiner kleinen Dezember-Special-Reihe namens Christmas Effects. In dieser Videoreihe werde ich euch ein paar weihnachtsinspirierte Make-up-Looks schminken, entweder Face-Paintings oder Special-Effect-Make-up. Falls euch das generell interessiert, abonniert gerne hier unten rechts meinen Kanal. In diesem Video geht es alles um diesen Lichterketten-Look und ohne groß weiter Zeit zu verlieren wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Die Inspiration zu diesem Look habe ich bei Saskia auf Instagram gesehen. Ihren Instagram-Namen verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Ich kann ihn leider nicht aussprechen, es tut mir leid. Foundation sowie Augenbrauen habe ich schon gemacht. Falls ihr da Inspiration braucht, verlinke ich euch ein Video oben auf dem i, wie ich das gemacht habe. Los geht's dann etwas untypisch, gleich mit schwarzer, wasseraktivierter Farbe von Maron. Damit zeichne ich nämlich auf, wo meine Lichterketten später verlaufen sollen. Ich wollte sie zum einen schräg auf der Stirn verlaufen lassen und dann genau andersrum diagonal vom Wangenknochen rüber zum Kinn. Und auch um den Hals herum wollte ich nochmal einen Strang der Lichterkette legen. Ich ziehe also mit einem Feinpinsel diese Linien erstmal vor, das muss auch nicht perfekt sein, da ich die später sowieso nochmal übermale. Das dient erstmal nur als Orientierungshilfe, um besser festlegen zu können, an welchen Stellen die einzelnen Lichter sitzen sollen. Dafür male ich die Kette auch so ein bisschen wellenförmig auf. Ich verwende meine Neon UV Pigment Shaker von Moon Creations. Das sind lose Pigmente, die unter UV-Licht leuchten. Ihr seht, das sind ganz viele verschiedene Farben. Und da gehe ich jetzt einfach Farbe für Farbe nach und nach vor und tupfe die an den Stellen auf, wo die einzelnen Lichter liegen sollen. Ich mache immer mehrere Lichter von einer Farbe, die ich möglichst weit auf meinem Gesicht voneinander entferne. Wie ihr seht, male ich die so ein bisschen oval auf und die müssen auch noch nicht perfekt geformt sein oder so, dürfen auch auf beiden Seiten über die Lichterkette hinweggehen, da ich mit den Pigmenten erstmal nur den Lichtschimmer der einzelnen Lampen vormale. Die Lampen an sich kommen dann in einem späteren Schritt mit dazu. Auf der Stirn habe ich mich übrigens für die vier Basic-Farben Rot, Gelb, Grün und Blau entschieden und Lila und Orange dann auch auf den Wangen und auf dem Hals eingesetzt. Aber auf der Stirn ist einfach nicht genug Platz, um da alle sechs Farben unterzubringen. Als nächstes gehe ich rein mit meinen Neon Nights UV Body Paint. Das sind flüssige UV-Farben. Von der Deckkraft her kann ich euch die Links nicht empfehlen. Die sind so ein bisschen gelartig und daher nicht ganz deckend. Die kann man eher so als Fingerfarben benutzen, würde ich mal behaupten. Ich muss mich auf jeden Fall nochmal umgucken, was ich da eventuell als wasseraktivierte Farbe UV-aktiv finde. Mit denen werde ich aber langfristig wahrscheinlich eher nicht glücklich. Jedenfalls male ich jetzt mit diesen Farben, so gut ich kann, ein spitzes Oval auf, jeweils in den Lichtschein hinein. Ihr wisst sicherlich, wie die Form alter Lichterketten ist und daran orientiert ihr euch einfach. Ihr könnt zum Beispiel auch runde Glühbirnen aufmalen. Solche Lichterketten gibt es ja auch, sehr vollkommen egal, welche Form die haben. Das Prinzip des Aufmalens bleibt eh das gleiche. So sieht dann am Ende meine Farbverteilung aus. Und im nächsten Schritt werden die einzelnen Lämpchen an die Lichterkette angeschlossen sozusagen. Ich male also die Fassungen auf. Die sind so ein bisschen eierbecherförmig unter den Lichtern. Ich male auch nochmal so einen kleinen Knotenpunkt auf die andere Seite der Kette. Dann muss das nicht ganz so exakt sein. Außerdem nutze ich hier schon mal die Gelegenheit, dass ich die schwarze Farbe sowieso in der Hand habe und male das Kabel der Lichterkette deckend schwarz nach. Um die einzelnen Elemente jetzt ein bisschen realistischer und 3D-mäßig wirken zu lassen, brauchen wir Highlights, die ich mit meiner weißen Superstar-Farbe aufmale. Zum einen bekommen die Lichterkettenfassungen einzelne kleine Lichtreflexionen, sowie die Lichterkettenbirnen an sich. Und in die Mitte davon male ich auch nochmal so einen kleinen hellen Lichtschein auf. Da diese Farbe nicht UV-reaktiv ist, sieht das wirklich nur im normalen Licht gut aus. Das Problem an der Sache ist aber, dass ich keine weiße UV-Farbe habe, beziehungsweise weiße UV-Farbe sieht dann blau aus am Ende. Und so ein blauer Lichtschatten innerhalb einer gelben Glühbirne würde halt ganz schön komisch aussehen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, die einfach mit normaler Farbe aufzumalen. Die Lichterkette ist fertig, also kann ich jetzt mein Augen-Make-up zu diesem Look schminken. Ich fange mit der Primer Potion von Urban Decay an, um erstmal eine Base zu haben auf meinem Auge. Und verwende dann den Single Lidschatten von Love in der Farbe Luna Rock in der Lidfalte. Den braunen Lidschatten presse ich erstmal so ein bisschen in die Lidfalte hinein und verblende den dann im Anschluss nach oben Richtung Augenbraue. Im hinteren Bereich ziehe ich den noch so ein bisschen nach außen. Die Technik habe ich euch schon mal in dem Video erklärt, ich verlinke euch das mal oben rechts auf dem i. Und natürlich gebe ich den braunen Lidschatten auch an den unteren Wimpernkranz. Dann verwende ich die 1991 Palette von Alicia Marie mit B8 Cosmetics und beginne mit der Farbe Illusion, die so mein einziger Farbtupfer an dem Look sein soll, da ja die Lichterkette schon sehr bunt ist.
Illusion shiftet so ein bisschen von blau zu hellem Lila und den gebe ich mir als einen kleinen Hingucker in den inneren Augenwinkel. Und wie schon gesagt, soll der restliche Augenlook auch relativ simpel bleiben, deswegen verwende ich noch die Farbe Afterlife, was ein beigefarbener, also bei mir hautfarbener Lidschatten ist. Und den trage ich einfach mit den Fingern auf dem beweglichen Lid auf. Für ein kleines Detail passend zu dem Kabel der Lichterkette verwende ich noch den Epic Ink Liner in Schwarz und ziehe mir damit einen Lidstrich. Den Lidstrich ziehe ich aber wirklich nur extrem dünn über meinen Wimpernkranz drüber und verlängere den auch nochmal so ein bisschen im inneren Augenwinkel, damit mein Auge eben länger aussieht. Fehlen noch die Wimpern und dann kann es mit den Lippen weitergehen. Dafür verwende ich von NYX Professional Makeup den Metallic Liquid Suede in der Farbe Mauve meist. Das ist ein Rostrot, würde ich mal behaupten, und wenn man die Lippen so ein bisschen aufeinander presst, wenn der getrocknet ist, kommen so kleine Glitzerpartikel zum Vorschein. Als kleine Besonderheit zu diesem Look setze ich mir noch eine Perücke auf, passend zu dem Inner Corner Highlight in Lila. Und unter UV-Licht sieht das Make-up dann so aus. Falls euch dieses Lichterketten-UV-Make-up gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Hier unten rechts könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, um keine weiteren meiner Videos zu verpassen. Außerdem verlinke ich euch hier oben rechts noch eins meiner Videos, sodass ihr auch jetzt sofort weiterschauen könnt. Ich hoffe sehr, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss!